Hallo zusammen. Heute zeige ich euch mal meine neueste Idee. Und zwar geht es ums Thema Fahrradwandhalterung. Ja, die Dinger, die man zu kaufen kriegt für 20, 30 Euro, ich finde, das steht in keinem Verhältnis. Hab mir also ein paar eigene Gedanken gemacht. Ja, wie ihr seht, habe ich einfach eine popelige 3 Meter Dachlatte genommen. An den Stellen, wo die Reifen aufliegen, habe ich die Dachlatte doppelt gemacht. Diesen Bereich natürlich nur. Ja, und das Ganze mit einer Schnur und einem Häkchen und daran festgemacht. Thema erledigt. Der ganze Spaß hat keine 5 Euro gekostet. Und was mir natürlich viel besser gefällt, das Ganze ist stabil. Die Fahrradwandhalterungen sind immer im vorderen Bereich des Reifens und im hinteren Bereich jeweils mit 2 Schrauben fest. Hat mir nicht gefallen. Und jetzt die 3 Meter Dachlatte ist, wie gesagt, mit 4 Schrauben an der Wand fest. Ja, und das Ganze ist bombenfest. Ich hoffe, euch gefällt meine Idee. Also, bis dann.